Sie sind hier, vergrößern, verkleinern mit Silvano Poropat stieg der Mitteldeutsche BC in die BBL auf Urheberrecht Getty Images. Der Mitteldeutsche BC vollzieht einen Wechsel auf dem Posten des Cheftrainers und holt seinen ehemaligen Erfolgscoach zurück. Silvano Poropat kehrt nach gut 3 Jahren als Cheftrainer zum Mitteldeutschen BC zurück. Der 47 Jahre alte Kroate übernimmt den Bundesligisten zunächst bis zum Saisonende, das gab der Klub aus Weißenfels am Mittwoch bekannt. Der bisherige MBC-Coach Alexander Serpjanovic wird seinen Landsmann Poropat als Assistent unterstützen. Die Stadt und der Klub bedeuten mir sehr viel, und ich musste nicht lange überlegen, ob ich diese Aufgabe annehme. Ich spüre Verantwortung für den MBC und fühle mich wie ein Soldat, der für unseren Klub kämpfen muss, sagte Poropat. Geschäftsführer Martin Geisler ergänzte, wir stehen zur Halbzeit der Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz, genau das ist auch unser Saisonziel. Alexanders Entscheidung, in die zweite Reihe zu gehen, zeugt von menschlicher Größe. Poropat führte MBC in die BBL. Poropat, zweimal in der Bundesliga als Trainer des Jahres ausgezeichnet, war von 2011 bis Ende 2015 Chefcoach beim MBC. 2012 führte er die Wölfe ins Oberhaus und schaffte immer den Klassenerhalt. Nach der Trennung arbeitete Poropat für die Telekom Baskets Bonn und Nuheros Basketball, den Bosch, Niederlande.